Ja, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Earthspell Force 2 in der Gold Edition, in der normalen Kampagne. Wenn es ein bisschen jetzt halt anders aussieht, nicht wundern. Ich bin nämlich auch jetzt halt gerade am Ausprobieren, ob das mit den Ruckeln, ob ich das so halbwegs fixen konnte. Vor allem, wenn man hier hier uns einfach mal zur Seite oder so bewegen. Mal schauen, wenn es weg ist, dann sage ich Bescheid, an was es gelegen hat. Sprechen wir mal mit dem Verwalter. Endlich kommt ihr, euer Durchlaucht. Nennt mich nicht Durchlaucht, Utrecht. Was ist hier geschehen? Dämonen! Überall Dämonen! Wie viele sind es? Woher kommen sie? Das wissen wir nicht. Ihr müsst sie vertreiben, bitte, euer Durchlaucht. Ihr sollt mich nicht so nennen. Das fängt ja gut an. Hier haben wir ein paar Händler und auch unseren Baumeister. Sprechen wir mal kurz mit ihm. Ah, ihr seid es. Euer Baumeister bittet euch untertänigst um eine Minute eurer Zeit. Was liegt euch auf dem Herzen? Meine Tochter Kara, sie ist verschollen. Sie wollte mit ein paar Bauern nach Siebenburg, um ihre Tante Baru zu besuchen. Aber weder sie noch die Bauern sind zurückgekehrt. Euer Herrschaft kommt doch viel herum. Könntet ihr wohl in Siebenburg Ausschau nach Kara halten? Diese Dämonen, wisst ihr, woher sie kamen? Ich glaube, einer der östlichen Höfe hat zuerst gebrannt. Sie kamen bestimmt von den Anhöhen im Osten. Kennt ihr gute Plätze, um Rohstoffe zu gewinnen? Im Norden, in der Nähe der Siedlung Whisperquell, findet ihr das beste Holz. Steine und Erze sucht ihr aber besser im Süden, bei Winterbruch. Okay. Aber das, was ich zuerst jetzt dort mache, ist, sind unsere guten Helden mal wieder ein bisschen besser aufrüsten. Nehmen wir auch eher mal den. Mal noch. Mal dann auch noch alles hier. Wir brauchen jedenfalls mal einen Bogen. Damit wir die Dämonen wegkriegen. Hier haben wir schon mal ein paar Ringe. Nee, da haben wir für den Bohren noch nichts. Was sieht. Oh, Rüstung kann man ihm auf jeden Fall geben. Ja, geben wir ihm auch kurz mal diesen Bogen hier. Das macht mir aber immer noch irgendwie den Eindruck, als würde es ruckeln leicht. Nee, das passt dann soweit. So, Ringe.
Nee, dann kann ich hier gerade nichts. Ja, es ruckelt immer noch, dann war es nicht das Problem. Ich werde dort sein. Sei vorsichtig. Verteidige dich. Macht euch bereit hier. Nee, das hat das Problem nicht gelöst. Weil nämlich ich hatte so ein Ruckeln auch in Supreme Commander Forgotten Alliance. Genau das gleiche Problem, wenn ich die Kamera hier hin und her. Jetzt halt, wenn ich die Kamera hin und her bewege, dann ruckelt's nicht. Super. Manchmal muss man das nicht verstehen, weil so läuft es super flüssig. Jetzt habe ich es mal los. Jetzt, es ruckelt immer wieder leicht. Wenn es so leicht ruckelt, dann habe ich kein Problem damit. Dann versuche ich halt die meiste Zeit hier irgendwie zu bleiben, dass ich halt mit der rechten, gedrückten Maustaste halt herumhantiere. Und hier gibt es was Tolles für später. Hier ist ein Biestlager. Bestienknecht haben wir hier. Will doch mal bloß dich sehen, Mensch. Optionen, da gibt's doch eine Einstellung Zoom 8-fach. Okay. Zurück. Ja, jetzt kann man viel besser reinzoomen. So sehen die Dämonen aus. Schnieke. Jetzt können wir ganz sanft auch rein und raus zoomen. Seid vorsichtig. Bin fast da. Gib mir Deckung. Es muss sein. Ich würde halt gern wissen, an was es liegt, weil so, jetzt. Und wenn ich jetzt so ganz normal das habe, dann ruckelt es nicht den Ansatz. Wenn das jemand weiß, wäre ich ihm sehr verdankt verpflichtet, wenn er mir das sagen könnte, an was das genau liegt. Weil ich habe jetzt halt nämlich die Auflösung auf 1600x1200. Vielleicht muss ich ja nochmal eine kleine Spur runtergehen, weil das Spiel, muss ich auch sagen, läuft viel, viel besser. Momentan. Wie sonst, aber geht wieder an eure Arbeit. Die Gefahr ist vorbei. Wenigstens funktioniert, auch wenn es mal so ruckelt, der Auswahlrahmen. Das ist schon mal sehr viel wert. Weil es hat es nicht oft beim mit der vorherigen Auflösung. Vielleicht muss ich ja wirklich mit der Auflösung noch mal eine Spur runter.
Nee, das ist halt dann auch gut zu wissen, dass man ungefähr weiß, okay, das Spiel verträgt nicht ganz diese hohen Auflösungen. Vielleicht muss ich ja wirklich nur noch ein bisschen runter mit der Auflösung, dann muss ich dann nochmal rumprobieren, weil gestern habe ich es auch schon rumprobiert. Hier werden wir später ein bisschen mal hingehen, weil diese Spinnen sind mir noch ein bisschen zu stark. Ich weiß gar nicht, auf welcher Auflösung ich das früher immer gespielt habe. Ah, hier haben wir schon mal Eisen. Übrigens, hier ist Eisen eine sehr rare Ressource auch. Und hier ist ein... Oh, kann man leider nicht benutzen, schade. Stein, kann man so sagen, das haben wir unendlich. Lenya haben wir hier auch 400, 4000, Entschuldigung. Ja, und wie gesagt, Stein haben wir hier im Überfluss. Das wird uns nie ausgehen. Wir müssen halt nur auf Lenya und Eisen aufpassen. Und hier werden wir des Öfteren auch mal wieder hinkommen. Nach der Aufnahme werde ich es nochmal hier ein bisschen auch in der Westwehr bleiben. Und schauen, mit welcher Auflösung das dann besser geht, weil es sind nur noch, ist nicht mehr ganz so schlimm wie sonst. Ich glaube wirklich, dass ich bloß mit der Auflösung noch ein bisschen spielen muss. Nochmal 10 Erfahrung. Geht wieder an eure Arbeit. Die Gefahr ist vorbei. Dann haben wir noch einen. Hier haben wir dann, glaube ich, noch irgendwo wahrscheinlich einen Dämon. Nö, haben wir nicht. Dann haben wir, müssen wir hier wahrscheinlich runtergehen. Weil hier ist dann der letzte von ihnen. Ja, das ist repariert. Haben wir schon mal 3. Weil hier haben wir 520.000 Stein. Da schicke ich die schon mal hin, dass sie den Stein abbauen. Hier Eisen haben wir 7.000. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Hier haben wir auch noch 10.000 Lenya. Ressourcen haben wir schon hier. Das ist jetzt halt nicht das Problem. Aber hier ist es noch zu. Da kommen wir erst später hin. Wenn wir in der Hauptstory weitergekommen sind. Und ab da hätte ich schon gern das Ruckeln gern beseitigt. Im Level aufgestiegen, das ist doch super.
Schaut mal, was wir hier haben. Machen wir doch auch gleich das Menschen-Upgrade. Siegenburg wollen wir nicht. Dann sprechen wir mal mit dem Verwalter. Welche wichtigen Orte gibt es? Welche wichtigen Orte gibt es hier? Nun ja, zuallererst mal die Burg. Und zu ihren Füßen das Dorf Westheim, die größte Siedlung hier. Im Norden haben wir noch Whisperquell, einen Aussiedlerhof, ein sehr schönes Fleckchen. Winterburg liegt im Süden. Das ist eine alte Mine, die meisten der ehemaligen Arbeiter wohnen noch dort. Weit im Osten liegt noch die Speerhöhe, ein alter Ritualplatz, ein unheiliger Ort. Man sieht dort manchmal nachts Lichter, aber keiner von uns würde es wagen, dorthin zu gehen. Im Westen, tja, der Westen ist niemands Land. Da treiben sich Orks und Schlimmeres herum. Berichtet über die Geschichte der Westwehr Utrecht. Wir sind das gebeutelste, umkämpfteste Stückchen Land der ganzen Hohen Mark. Seit Jahrhunderten rücken uns die Kreaturen der Nebelküste auf den Pelz, samt Orks, Barbaren, Riesen und sonstigen Packen. Dieses Fleckchen hat mehr Schlachten gesehen als Andra. Und diese Burg da ist öfter wieder aufgebaut worden, als Nidhalf Barthaare hat's. Natürlich behagt dies den Hohen Herren nicht, denn kämpfen, das ist ja Arbeit. Also drücken sich die feinen Herrschaften nur am Königshof in Siebenburg herum, während hier alles den Bach hinuntergeht. Anwesende natürlich ausgeschlossen. Aber auch, wenn uns keiner als Lehen haben will, wir haben immer die Grenze gehalten. Die Westwehr war immer wachsam. Und was kann ich für die Westwehr tun, Utrecht? Wunderbar. Die Gebäude sind alle wieder intakt. Jetzt kann die Arbeit weitergehen. Es würde eurem Ansehen sicherlich gut tun, euren Besitz etwas auszubauen. Wenn es euer Durchlauch beliebt, selbstverständlich. Eine Schmiede ist hier bitter nötig. Und ein Altar des Lebens auch. So etwas hat man heutzutage. Ein Alchemist müsste ebenfalls hier. Okay, das heißt Gebäude bauen. Machen wir auch das noch. Wir wollen ja später auch noch ein bisschen mit ihm auf Magie gehen. Unseren Hauptcharakter. Weil wir hier in Lenya haben. Bauen wir den so hin. Weil ich will auch nicht, dass die gleich Lenya absammeln. Weil wenn wir es nicht brauchen, ein Altar des Lebens, bauen wir auch gleich daneben dran. Die fleißig arbeiten. Sieht schon irgendwie schick aus. Jedes Volk hat genau im gleichen Stil den Altar des Lebens. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Schmiede. Aber zuvor bauen wir hier noch einen Steinbruch hin.
Dann schauen wir mal, dass wir alle hier wieder kriegen. Wenn sie vom Stein was abbauen, das ist mir dann so wurscht. Und die Schmiede, würde ich sagen, bauen wir doch gleich auch hier hin. Weil ich will nicht da nichts auf dem Weg irgendwie bauen. Das ist sozusagen unsere neue Heimat. Und da wollen wir es doch auch ein bisschen schick haben. Und was kann ich für die Westwehr tun, Utrecht? Ja, diese Schmiede wird uns sehr nützlich sein. Und der Alchemist wird viele Leiden lindern. Danke, euer Durchlaucht. Ihr scheint wirklich ein Herz für euer Land zu haben. Ich denke, ich kann euch von dem Erbe erzählen. Dem Erbe? All die vielen Herren und Armeen, welche diese Burg bewohnten, haben nicht nur Trümmer hinterlassen. Es gibt eine Sammlung kurioser Gegenstände. Viele davon sogar magischer Natur. Und ihr habt sie mir vorenthalten, bis ich mich würdig zeige? Dann gebt ihr mir sie jetzt? Nun, sagen wir mal, was ich davon ausfindig machen kann. Aha. Und je mehr ich für das Land tue, umso mehr findet ihr von dem Erbe? Ihr seid ein Erpresser, Utrecht. Ein guter Verwalter, euer Durchlaucht. Denkt immer an beide Seiten. Hier. Ihr solltet mehr Türme in der Gegend um Westheim errichten. Ihr wollt doch euer Dorf nicht schutzlos wissen. Ja, wir müssen noch ein paar Türme bauen. Schon. Ja, geht doch. Wir brauchen ein bisschen Eisen dafür, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Schauen wir mal, dass wir auch noch ein bisschen mit unseren Helden erkunden. Vor allem mal hier hochgehen. Aber ist schon gut. Tun wir auch für ihn den Bogen wieder raus. Nee, das. Er ist noch ein bisschen besser, der Schild, aber... Nimmt man ihm auch noch den. Nee, ansonsten haben wir gerade nichts, was wir Boa geben können. Jetzt haben wir auch diesen Reisestein.
Ja, mal ja, das mit dem der Holzfällerhütte, wie wir ja schon gesagt bekommen haben. Da ist ein Level 10er Bär. Der ist leicht tricky zu killen. Ja, diese Map ist nicht unbedingt klein auch. So, dann sollen wir die Arbeiter nochmal hier hingehen und hier ein oder zwei Türme noch hinstellen. Weil der Bär richtet auch nicht allzu wenig Schaden an. Okay, beim letzten Mal bin ich so, wie ich hergekommen bin, zur Westwehr, habe ich den Bären versucht zu machen. Das war nicht gerade sinnvoll. Und jetzt geht er doch deutlich einfacher. Was ich halt auch in dem Spiel sehr, sehr gern vergesse, ist, die Helden nach jeder Mission sozusagen aufrüsten mit Gegenständen und so weiter. Das vergesse ich leider zu oft. Ja, und hier haben wir niedere Skelett. Hier werden wir nach und nach auch ein kleines Skelette-Problem kriegen. Ja, das Ruckeln nervt ein bisschen. Kommt schon. Ganz gerade kriege ich den leider nicht hin, aber plus 200 Leben, das ist gar nicht mal so wenig. Durch diese Wölfe haben wir uns auch noch schnell durch. Da haben wir noch einige Wölfe vor uns, aber wir können gerade. Hätte aber gern den Loot. Okay, das geht dann noch nicht. Dann sind muss man noch ein paar Wölfe extra clearen. Bereit.
Mach mal das bitte und du das Gewitter noch. Oh, da ist ein etwas größerer, großer Jagdwolf. Oh. Nein, nein, nein. Nicht sterben. Weg, 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 weg. Okay, der... Weg, weg, weg. Nee. Wo kriege ich den nicht? Da werde ich noch ein bisschen was brauchen. Hoffentlich geht der auch wieder zurück. Ah. Sehr gut. Nee, dieser Jagdwolf, der hat's gerade in sich. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal runter. Und diesen haben wir auch schon den Reisestein. Hier könnte man noch einen hin. Hinstellen, einen Wachturm. Ja, hier hätten wir dann auch noch ein bisschen was, da kommen wir später vielleicht hin. Ja, das wird schon langsam. Hier geht es nämlich dann auch hoch. Vielleicht gibt es da keinen unbedingt so Jagdwolf oder so. Wir haben ja jetzt die Türme eigentlich alle errichtet. Schauen wir mal im Questbuch nochmal nach. West wäre die ersten. Errichtet 5 Verteidigung. Okay, 5 Stück. Nicht 4. Und 20 Soldaten sollen wir noch rekrutieren. Das mit den Soldaten machen wir deutlich später. Jetzt, das haben wir schon mal. Jetzt fehlen nur noch dann die... Türme. Dann tue ich mal das Ruckeln wieder beheben mit einer einzigen Maustaste kurz. Ich finde das so toll, dass man das so einfach eigentlich gerade beheben kann, aber wenn ich halt dann rausgehe, dann merkt man sofort, dass es ruckelt und da ist wieder ein Lebziner Bär.
Und da würde ich dann wirklich hingehen, wenn wir, weil ich glaube, das sind auch noch nicht unbedingt viele Wölfe, aber da würde ich dann schon gerne hingehen, wenn wir die ein oder andere Einheit dann haben. Oh, hier haben wir noch einen Reisestein. Habe ich vollkommen übersehen. Dann würde ich dann sagen, gehen wir dann auch Richtung Portal. Ich werde dann weiter herumprobieren, wie ich dieses Ruckeln vielleicht beheben kann. Wenn das auch einer irgendwie weiß, wie er das Ruckeln beheben konnte, wäre ich sehr dankbar, weil wenn ich es auslasse, dann jetzt ruckelt es gerade. Okay, jetzt ruckelt es wieder. Und wenn ich halt die rechte Maustaste gedrückt halte, da kann passieren, was will. Es ruckelt nicht. Ob das an der Auflösung liegt, ich weiß es nicht. So, dann gehen wir dahin. Ich speichere jetzt halt schon mal. Westwehr speichern. Yep. Fehler beim Speichern. Hallo? Nein! Das heißt für mich, ich darf die ganze Map nochmal nachspielen, wenn dann ein bisschen was anders aussieht. Bitte nicht wundern. Ich kann nicht speichern. Es muss doch irgendwo... Übrigens, ich habe schon mal mit den niedrigsten Auflösungen das probiert, das und auch die höchsten. Das behebt leider das Problem nicht. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann, wenn es wieder Richtung Siegenburg geht. Und ich hoffe, dieses Ruckeln endgültig beendet ist. Also, bis dahin. Ciao, ciao.